Wir leben Wrestling. Steiner Brothers in die Hall of Fame. Rick und Scott Steiner werden dieses Jahr in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Dies hat WWE auf Twitter verkündet. Somit vervollständigen die ehemaligen WWF Tag Team Champions den diesjährigen Hall of Fame-Jahrgang, dem neben den Steiner Brothers Charmel, Vader und der Undertaker angehören, während Chad Gaspard den Warrior Award erhält. Kyrie verletzt. Kyrie hat sich bei ihrem ersten Match seit 2020 eine Verletzung zugezogen, das vermeldet der Wrestling Observer. Demnach habe die Japanerin einen Riss des Trommelfells erlitten und könne derzeit auf dem betroffenen Ohr nichts hören. Wie lange Kyrie ausfallen wird, ist derzeit noch unklar. WWE Superstar fehlt bei Raw. Ronda Rousey wird nicht bei der heutigen Raw-Ausgabe anwesend sein, dies hat sie auf Facebook bekannt gegeben. Demnach habe WWE die Show zwar mit ihr beworben, sie aber nicht für die Show gebucht. Stattdessen werde Rousey bei WrestleMania SmackDown auftreten. Triple H bedankt sich bei Fans. Paul Levesque, besser bekannt als Triple H, hat sich via Twitter bei allen Fans für die Genesungswünsche sowie die Danksagungen zu seinem Rücktritt als aktiver Wrestler bedankt. Er sei von den Nachrichten sehr bewegt gewesen, könne jedoch nicht jedem Fan antworten, da er dann nie wieder das Haus verlassen würde. Triple H hat in der vergangenen Woche genau 30 Jahre nach seinem Debüt seinen Rücktritt als aktiver Wrestler verkündet, nachdem er mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. AEW-Star vor Rückkehr. Paul White steht kurz vor seiner Rückkehr in den AEW-Ring, das hat er in der Rob Brown Show verkündet. Demnach habe er in den vergangenen Monaten einige große Pläne mit Tony Khan besprochen. Im Rahmen dieser Pläne werde er demnächst als Captain Insano sein In-Ring-Comeback feiern. Wann genau er zurückkehren wird, ließ White jedoch offen.